Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Sims 4 Rags to Riches Mega Challenge. Und jo, wir sind zurück in unserem Haushalt und wir werden heute wahrscheinlich Schüssel füllen. Aufräumen. Wenn du noch so munter bist, kannst du das schnell machen, bevor du ins Bett gehst. Du hast zu viel gegessen. Und wir werden heute wahrscheinlich ein paar Kinder wieder bekommen. Also, ich schätze mal, wir werden ein Kind bekommen. Oder zwei, aber ich freue mich. Hey, Dakota. Oh, es ist alles wieder grün. Sehr schön. Und ja, ich bin ehrlich gesagt mit den Namen nicht wirklich weitergekommen. Weswegen ich auch. Ja, komm, mach das mal, duschen und dann nochmal schlafen. Weswegen wir zwar jetzt dann theoretisch. Duschen. Ich möchte, dass du jetzt schnell duscht. Das Bad gehört unbedingt geputzt. Nee, ich habe ein paar Ideen, ich habe ein paar. Ja, was ich gerne machen würde mit dem Namen Schüssel leeren. Schüssel leeren. Schüssel füllen. Scheinbar kommt man an die Schüssel nicht ran. Wundervoll. Schüssel leeren. Dann Schüssel füllen. Spülen. Er muss in einer Stunde zur Schule, also lassen wir ihn noch kurz duschen. Emerald verschwindet aus dem Rampenlicht. Ugh. Ganz ehrlich, ich finde es echt anstrengend, das mit dem Rampenlicht hochzuhalten, obwohl wir das eigentlich bräuchten, damit wir besser aufsteigen können. Das Ernten. Verwenden, säubern. Oh! Hör auf zu schlafen, du musst arbeiten. Fleißig sein. Hallo? Du sollst zur Arbeit gehen. Habt ihr das gesehen, wie sie einfach nicht zur Arbeit gehen wollte? Oh Gott. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir jetzt, wenn sie wieder heimkommt, dann was tun, damit sie dann aufsteigen kann. Yay. Alle gießen, ernten. Hallo Ito, da kannst du das. Du kannst damit nicht interagieren. Ein Gericht nehmen. Spielen. Also. Oh. Reste nehmen. Oh Gott, könnt ihr euch das vorstellen? Ito kriegt ein Geschwisterchen. Ich freue mich. Okay, bin wieder. Outfit ändern. Oh Gott. Wir lassen das Ganze mal üben. Sehr, sehr cool. Arbeitest du eigentlich fleißig? Und dann kannst du einmal kurz deine Hausaufgaben machen. Sehr schön.
Alles ernten, Schüssel füllen. Und wenn wir dann gerade dabei sind, kümmerst du dich darum, dass du programmieren, hacken, programmieren üben. Dass du dich darum kümmerst. Ich plane übrigens schon, wie ich das Haus umbaue, wenn wir jetzt einen weiteren. Jetzt darfst du Videospiele spielen. Bitblock. Hey Brand. Oh nein, mach das. So, mach das mal bitte kurz. Ja, sehr schön. Und dann gucken wir mal. Okay. Ist jetzt Stufe 2, wenn. Oh Gott. Wir müssen hier einmal Reste nehmen. Dann lassen wir mal, sie mal kurz ein bisschen schlafen. Essen. Schlafen. Danke, Brand. Du bist so ein Schatz. Brand räumt uns gerade das ganze Haus aus. Wir müssen Dakota baden. Yay. Fantastisch. Ah. Kannst du jetzt bitte einfach schlafen gehen? Oh je, meine. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Mal ist sie extrem. Wow. Dieses Mal hat sie extrem Probleme. Wir sind jetzt gerade ein paar Minuten rein und sind schon am zweiten Tag. Wow! Verdorbenes Essen aussortieren. Öffnen. Lass mich mal kurz reingucken. Okay. Ein Gericht nehmen. Hunde schlafen beide. Er könnte die Zusatzaufgaben noch machen. Und dann, wie geht's dir? Verwenden, säubern, Reste nehmen. Jetzt müssen wir da mal wieder was kochen. Wie die Bälle einfach, ich pack sie da rein. Es liegt, glaube ich, mittlerweile einer hier. Einer liegt im Bad. Hunde verteilen den einfach überall. Säubern, duschen. Ich bin absolut begeistert. Die Lotterie. Nee, ich nehme nicht teil. Ito hat die Mentalfähigkeit 8, Level 8 erreicht. Er muss in einer Stunde zur Arbeit, genau. Wann musst du zur Arbeit? Die Wehen haben eingesetzt. Oh mein Gott. Die Wehen haben eingesetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Haus ist versinkt im Chaos. Die Wehen haben eingesetzt und Ito ist gerade. Ich hoffe, der geht zur Schule. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben ein Oh wow, einen davon haben wir ja, eine Wiege. Die stelle ich her. Sollte es ein Kind sein, dann ist das super. Ansonsten, ne? Oh Gott. Oh Gott.
Baby im Krankenhaus bekommen. Wir nehmen Brand mit. Hey Brand! Hätte ich mehr mitnehmen können? So, und da sind wir im Krankenhaus und ich will nichts perfektionieren, ich will mich anmelden. Brand ist einfach wieder gegangen. Psst. Brand ist einfach wieder gegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist einfach wieder gegangen. Für was habe ich ihn mitgebracht? Mann! Und sie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Nein, wartet. Ich bin gerade gestresst. Wo habe ich, wo, oh Gott. Sim ist bei der Arbeit. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich glaube, das war ein Fehler, ins Krankenhaus zu gehen. Muss in 10 Minuten bei der Arbeit sein. Ich habe gerade andere Sorgen als arbeiten zu gehen. Ist eine Praktikantin. Sehr schön. Stopp. Okay. Was kriegen wir? Ein Mädchen! Oh. So, das bedeutet aber, ich bin kurz weg und entscheide mich für einen Namen, bevor ich euch erzähle, was es mit dem Namen auf sich hat. So, und jetzt hört ihr mich kurz aus dem Schnitt, denn das war ein ziemliches Chaos, wo ich das aufgenommen habe. Und ich dachte mir, ich mache das einmal kurz ordentlich, damit nicht so viel Chaos ist. Und dann fangen wir einfach damit an, welchen Edelstein wir dieses Mal haben. Und zwar habe ich mich für den Türkis entschieden, wie Lunaria in den Kommentaren vorgeschlagen hatte, weil Ito doch zu Weihnachten oder fürs Winterfest einen Türkis geschenkt bekommen hat, was so Art eine Vorbotschaft, eine Vorahnung für seine kleine Schwester gewesen ist. So, hey, du bekommst eine Schwester, von der wir selber noch nichts wussten, aber ihr Name hatte da was damit zu tun. Und ja, ich fand den Gedanken ganz cool. Und ich hatte jetzt ein paar Mädchennamen. Und ich habe mich irgendwie mit keinem so wirklich anfreunden können. Also schon, mir haben sie gefallen, aber ich hatte keinen, wo ich jetzt gesagt habe, den will ich unbedingt. Wir fangen jetzt mit dem Namen an, den ich gewählt habe, weil theoretisch seht ihr den hier gleich genau. Und zwar Ede. Und zwar kommt das Ganze von Ede Turiki. Und das kommt aus dem Yorubanischen, also die Sprache Yoruba. Und ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, mir hat das ultra gut gefallen. Ich habe, glaube ich, ihr werdet es, glaube ich, am Ende von der Folge auch nochmal merken. Ich glaube, ich habe noch 10.000 Mal hin und her überlegt, ob das wirklich ein richtiger Name ist. Aber so jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht. Mir gefällt der Name sehr, sehr gut. Darum werde ich wahrscheinlich dabei bleiben. Ede bekommt natürlich auch wie Ito einen zweiten Namen. Entweder er wird direkt Türkis, also das heißt Ede Türkis, oder es wird eben dieses Ede Turiki sein dann, wobei mir Türkis ehrlich gesagt besser gefällt. Aber das entscheiden wir dann, wenn sie zum Kleinkind wird. Die anderen Namen, die ich noch hatte, wären zum Beispiel gewesen für Mädchen jetzt seit Arizona, weil das ein Hauptfundort ist und ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal gehört, dass das ein Name ist. Aber mit dem konnte ich mich irgendwie am wenigsten anfreunden. Der andere Name wäre Carla gewesen, also mit Doppel-L geschrieben. Und das Ganze wird abgeleitet von Kalainos. Kalainos, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich schreibe es wie immer auf den Screen drauf. Und das Ganze kommt aus dem Griechischen und verweist auf dieses blau und grün schillernden, also auf die Farben des Türkis im ganz einfachen Worten gesagt.
Das wären so meine Namensoptionen gewesen. Ich hatte tatsächlich wieder nicht sehr viele, weil ich ein Türkis noch schwerer für Namen fand als den Topaz beim Ito. Und natürlich hatte ich auch ein paar jungen Namen. Also ich bin froh, dass es ein Mädchen ist, weil ich wollte ein Mädchen, weil da machen jetzt ein paar Dinge mehr Sinn. Aber ich habe natürlich jungen Namen. Und zwar wäre einer zum Beispiel Takoi gewesen, abgeleitet vom japanischen Takoisu, was auch wieder Türkis bedeutet hätte. Oder Tayo, was Lebensfreude bedeutet hätte. Und ich habe irgendwo gefunden, ich weiß nicht mehr wo, aber dass der türkise Stein für Lebensfreude ist. Nur das habe ich eben nicht mehr gefunden. Und dann habe ich noch eine Sache gefunden gehabt, und zwar gibt es den Nevada-Türkis und den nennt man Dire Blue. Und das hätte ich auch noch einen coolen Namen gefunden, wenn es ein Junge geworden wäre. Und ich hoffe, euch sagt der Name auch zu, auch wenn es vielleicht sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ich fand ihn irgendwie, wie gesagt, jetzt, ich bin voll dafür. Ich weiß, habe keine Ahnung, wie ich es richtig ausspreche, aber mir gefällt der Name. Und ja, ihr könnt mir eure Meinung gerne mitteilen. Es würde mich natürlich sehr interessieren. Aber mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen. Denn das dürfte alles abgedeckt haben. Und ich werde hier jetzt noch mal kurz ein bisschen schnipseln und dann bekommt ihr die fertige Folge, auch wenn es schon Sonntag ist, wo ihr sie dann bekommt. Weil mein PC gemeint hat, er muss mir meine Tonspur wieder verschieben. Ich hoffe, es passt jetzt. Ciao aus dem Schnitt und viel Spaß mit der restlichen Folge. Okay, und da sind wir wieder und okay. Jetzt machen wir Folgendes. Wir rufen einmal kurz einen Babysitter an. Könnten auch in Elternzeit. Ja, nehmen wir einen Tag Elternzeit. Und dann ziehst du dir bitte wieder was Vernünftiges an. Uiuiui. Hat jetzt einen Tag Elternzeit. Sehr schön. Wie verrückt aufwischen. Ich will einmal kurz das Haus in Ordnung bringen. Bürsten. Aufwischen. Spülen, oh mein Gott. Leeren. Und dann machst du bitte. Dann kannst du einfach nur Computer spielen. Und dann. Oh Gott, wir haben ein Baby wieder. Was? Aber sie. Vergiss alles andere. Oh. Wir müssen ein Bild malen. Wir müssen ein Bild malen. Oh Gott. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Unsere kleine Ede. Ich habe überlegt, oder ob ich daraus Eden machen soll. Vielleicht Eden oder Eda oder so. Aber. Da haben wir ein kleines Bild. Ich habe die Befürchtung, dass wir da nicht hinsehen. So, ich hoffe, so funktioniert das.
Nach Vorlage malen 50. Weil wir haben ja auch bei Ito ein Klei. Ja. Die sieht süß aus. Ein kleines Bild gemalt. Oh. Dann haben wir das auch gleich erledigt und dann kannst du ein bisschen mit ihr interagieren. Und dann die Schüssel immer noch leeren und dann immer noch ein bisschen spielen. Und es regnet. Spiele spielen. Sportspaß spielen. Oh, warte, warte, warte. Ich glaube, die braucht Windel wechseln, genau. Schüssel füllen, aufwischen. Spiel spielen. So, während sie jetzt noch so klein ist, wird sie. Oh. Guck mal, Ito. Angurren. Guck mal, Ito, du hast eine kleine Schwester. Kommst du? Er spielt mit ihr. Das ist so süß. Das ist so, so süß. Rede mit ihr ein bisschen. Oh Gott. Leinwandrahmen. Ich benenne es jetzt dabei einfach nur. Ich habe schon wieder vergessen, wie man schreibt. Oh Gott. Falsche Taste. Lajime. Ede. Oh Gott. Warum bist du traurig? Neu. Oh mein Gott, stopp, stopp, stopp. Nein, Don. Gute alten Zeiten. Ito ist nach dem Kennenlernen eines Geschwisterchens, das er nicht wollte. Oh, Ito. Komm her. Vergiss dein Computerspielen. Hier hingehen. Oh. Umarmen. Nach Tag fragen. Loben. Wir haben dich doch immer noch. Oh. Nur weil du ein Geschwisterchen hast, heißt es doch nicht, dass du nicht unser Ito bist. Den wir immer noch. Oh. Aber. Ich ernähre meine Sims ganz schön ungesund, oder? Kutzi. Ich weiß, was wir jetzt machen. So, jetzt gucken wir einmal kurz. Mach das mal. Sie hat 504. Ach ja. Ja. Ito ist nicht so ganz glücklich, glaube ich, mit uns. Nimm ein schönes Bad. Upsi.
Aber wir haben ja trotzdem noch alles ernten. Wir haben ihn ja trotzdem lieb. Es ist ja nicht so, als wäre uns deswegen jetzt auf einmal nicht mehr wichtig oder so. Das ist ja. Aber ich meine, ich verstehe es auch irgendwo ein bisschen so. Also ich verstehe es nicht, weil ich habe selber. Ich glaube nicht, dass ich das Problem hatte. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ito. Machen wir das mal nebenbei. Und dann lassen wir ihn die beiden Abzeichen erhalten, die er erhalten kann. Weil dann kriegt er hier sein Beförderungsding. Boah, das, ganz ehrlich, Ito ist so ein absolutes Traumkind. Er macht nie, eigentlich fast nie Ärger. Er macht fast nie irgendeinen. Sorry, wenn ich das so sage, irgendeinen Scheiß. Er macht eigentlich nie. Yay! Er hat eine Bronzepfad. Oh mein Gott! Aber er ist traurig wegen einem neuen Geschwisterkind. Ist aber mit ihr schon befreundet. Also, sie sind schon befreundet. Könnt ihr euch das vorstellen? So traurig, glaube ich, ist er gar nicht darüber. Also, er ist zwar traurig, aber. Magst du ihn vielleicht mal bürsten? Irgendwie kriegt Emerald das nämlich nicht fertig. Oh, was haben wir hier schon wieder? Ctrl C. 4, 2, 5. Sechser? 2, 5. 4, 2, 5, 5. Ich kann nicht mehr. Money. Ich kann nicht mehr rechnen. So, dann passt das auch wieder. Oh Gott, wir müssen umbauen und. Schüssel füllen. Emerald muss unbedingt aufsteigen. Boah, ich weiß gerade nicht, warum draußen. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber draußen ist gerade ein bisschen Lärm. Und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich habe keine Ahnung, jetzt scheint es wieder leiser zu sein. Also hoffe ich, dass es jetzt wieder gut ist. Hey Clemens, danke. Level 3. Fantastisch. Dann programmierst du jetzt nämlich ein bisschen. Ich komme mit dir. Und dann kümmerst du dich ein bisschen. Nicht mit der Flasche füttern. Kümmerst du dich ein bisschen um die kleine Ede? Ede. Wow. Oh mein Gott. Kannst du dich mal kurz um dein Kind kümmern? Ausschalten. Bleib hier! Hey! Hey du, ich glaube. Ich glaube, wir haben ein kleines Baby. Oh, wir haben wieder 4000. Aber ja, wir müssen ja anbauen. Und ich dachte mir, wir bauen das nächstes nach oben. Weil, warum auch nicht? Kannst du bitte programmieren wieder?
Genau, und dann ist unsere Folge auch schon rum. Ach, wie süß. Okay, nee, wir haben noch eine Minute. So. Oh Gott. Schon wie. Ey, ist das. Warum? Das war die falsche Zeile. Zwei, nein, 4, 2, 5, 0. Okay. Also wir müssen jetzt ungefähr bei unserer normalen Zeit sein, glaube ich. Ich musste irgendwo, glaube ich, 10 Minuten oder so rausschneiden oder 12. Oh, ich hoffe erst, dass wir bei einer normalen Zeit sind. Auf jeden Fall könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Namen von Ida. Ich bin mir auch mit der Aussprache, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz sicher. Wie ihr den Namen von Ida findet, ob ihr lieber einen anderen Namen gehabt hättet. Und ja, ich habe eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen, außer dass wir nächstes Mal, schätze ich, einen kleinen Umbau vornehmen werden. Oder übernächstes Mal, ich weiß es noch nicht. Entweder wenn sie ein Kleinkind wird oder wenn sie. Oder einfach machen wir es nächstes Mal, wenn nichts anderes Besonderes passiert. Mal gucken. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt von der Folge, von dieser Runde Sims 4 Rags to Riches Mega Challenge. Ein bisschen übertrieben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!